Du suchst nach einem richtig coolen Erklärvideo für das Fach Deutsch? Dann bist du bei uns genau richtig, denn wir von Silicon Valley Kids machen dich zum Deutschass. Alle Videos findest du auf unserem Kanal. Wir freuen uns über deine Unterstützung. Abonniere uns und schenk uns dein Like. Und jetzt geht's los. Hi und herzlich willkommen bei unserem Video zu Das Futur 1. Hier klären wir, was die Zeitformen mit Verben zu tun haben, wie man die Zeitform Futur 1 bildet und wann das Futur 1 verwendet wird. Für den Fall, dass du auf der Suche nach verwandten Themen bist, haben wir dir unten die passenden Videos verlinkt. Zugehörige Übungsaufgaben zum Ausdrucken und mit Knobeln findest du übrigens in unserem Blogartikel zum Futur 1. Den passenden Link findest du ebenfalls unten in der Beschreibung. Außerdem haben wir zum Schluss eine Rätselaufgabe für dich vorbereitet. Wenn du dir das ganze Video anschaust, solltest du sie aber ganz leicht lösen können. Und mit etwas Glück erhältst du dabei sogar eine Belohnung. In der deutschen Sprache gibt es 6 Zeitformen. Das Plusquamperfekt, das Präteritum und das Perfekt, die die Vergangenheit beschreiben. Das Präsens, das die Gegenwart beschreibt. Und Futur 1 und Futur 2, die die Zukunft beschreiben. Wenn man sich die 6 Zeitformen auf einer Zeitachse anschaut, ist das Futur 1, also die Zukunftsform, zwischen dem Präsens und dem Futur 2. Wenn etwas passiert, erkennt man im Satz immer am Verb. Darum nennt man Verben auch manchmal Zeitwörter. Im Futur 1, der Zukunft, sieht es dann zum Beispiel so aus. Er wird aufräumen. Sie wird mit einem Raumschiff ankommen. Sie werden ins Weltall fliegen. Findest du die Verben im Futur 1, der Zukunftsform? Logisch. Die Verben sind wird aufräumen, wird ankommen und werden fliegen. Und daran, wie sie konjugiert sind, erkennen wir direkt, dass all diese Sachen in der Zukunft passieren werden. Schauen wir uns die Bildung des Futur 1 doch direkt nochmal genauer an. Ich werde reisen, du wirst reisen, er, sie, es wird reisen, wir werden reisen, ihr werdet reisen, sie werden reisen. Du siehst, um den Futur 1 zu bilden, brauchen wir zuallererst einmal das Hilfsverb werden. Das wird dann für jede Personalform passend konjugiert. Also ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Und dann brauchen wir noch das Verb, um das es eigentlich geht. Und zwar einfach immer in der Grundform, also im Infinitiv. Hier ist es reisen. Reisen wird nicht weiter konjugiert und bleibt für alle Personalformen gleich. Ziemlich einfach, oder? Reisen ist ein regelmäßiges Verb. Vielleicht weißt du noch aus unseren anderen Videos zu den Zeitformen, dass wir uns an dieser Stelle immer noch ein unregelmäßiges Verb anschauen. Schaffst du es, die verschiedenen Personalformen von Fliegen im Futur 1 zu bilden? Ziemlich einfach, oder? Weil auch hier benutzen wir nur die verschiedenen Formen von Werden. Und überall die Grundform, also den Infinitiv von Fliegen. Ich werde fliegen, du wirst fliegen, er, sie, es wird fliegen, wir werden fliegen, ihr werdet fliegen und Sie werden fliegen. Kein Problem, oder? Sehr gut. Jetzt, wo wir wissen, wie das Futur 1 gebildet wird, schauen wir uns noch kurz an, wann man diese Zeitform überhaupt verwendet. Da gibt es nämlich mehrere Möglichkeiten. Erstens, natürlich immer dann, wenn man ausdrücken möchte, dass etwas künftig passieren wird. Wie zum Beispiel hier. Er wird fremde Planeten erkunden. Zweitens, oder wenn man etwas erwartet oder vermutet. Dieser Roboter wird ihm bestimmt gute Dienste leisten. Außerdem kann man das Futur 1 verwenden, wenn man etwas verspricht. Er verspricht, dass er immer für Ordnung sorgen wird. Oder viertens, wenn man jemanden dazu auffordern will, etwas zu tun. Du wirst sofort diesen Müll wegräumen. Super gemacht! Jetzt bist du auf jeden Fall bereit für unsere Rätselaufgabe. Wenn du es schaffst, sie zu lösen, erhältst du mit etwas Glück für deinen Lernerfolg sogar eine Belohnung. Alle Infos dazu findest du unten in der Infobox. Startklar? Hier ist die Rätselaufgabe zu der Zeitform Futur 1. Passe die Verben in Klammern so an, dass diese Geschichte im Futur 1 steht.
Der kleine Roboter machen Ordnung auf der Erde. Erfinden eine Pflanze und aufnehmen sie in seine Sammlung. Doch auch ein anderer Roboter suchen nach der Pflanze und sie mitnehmen auf das Raumschiff. Der kleine Roboter folgen ihm und erleben ein spannendes Abenteuer. Viel Spaß beim Knobeln, wir sind schon ganz gespannt auf deine Lösung. Cool, dass du dabei warst. Jetzt bist du ein richtiger Deutschprofi. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib es uns gerne in die Kommentare. Und wenn du schon dabei bist, werde Teil der Siva Kids Community. Klicke jetzt auf Abonnieren, damit du keine Videos mehr verpasst. Außerdem freuen wir uns über ein Like von dir und vergiss bitte nicht, die Glocke zu aktivieren. Und wenn du dich für weitere Deutschthemen interessierst, dann schau doch mal hier. Bis bald!